Herzlich willkommen zum Videotutorial zur Methodenkarte Patcher-Kutscher mit Keynote. Eine Patcher-Kutscher-Präsentation hat immer 20 Folien und pro Folie stehen 20 Sekunden Vortragszeit zur Verfügung. Das soll das leidige Ablesen mit textüberladener Folien vermeiden. Die Folien selbst sind meist sehr sporadisch nur mit Informationen gefüllt. Manchmal ist es ein Stichwort, manchmal auch ein Bild. Die Folien laufen automatisch anhand der Zeitvorgabe, üblicherweise 20 Sekunden, ab. Die Vorgaben können natürlich individuell konfiguriert werden. Wir möchten das Ganze gerne in Keynote auf dem iPad erstellen und deswegen starten wir die App. Keynote ist genau wie Pages oder auch Numbers standardmäßig vorinstalliert, muss also nicht aus dem Hub nachinstalliert werden. Das Keynote-Icon ist dieses kleine Stehpult auf blauem Hintergrund. Sie sollten diese Präsentation bereits vorbereitet haben. Wie gesagt, sie beinhaltet immer 20 Folien und uns geht es jetzt darum, die Präsentation automatisch ablaufen zu lassen und zwar in einem festgelegten zeitlichen Intervall. Das ist meine Präsentation. Sie hat einen Titel und ansonsten 20 Folien. Um eine Keynote-Präsentation mit der Patcher-Kutscher-Methode durchzuführen, tippen Sie neben dem Präsentationstitel auf das nach unten zeigende Dreieck bzw. den nach unten zeigenden Pfeil. Es öffnet sich ein sogenanntes Dropdown-Menü und hier wählen Sie den Punkt Präsentationsoption. Hier wählen wir Präsentationstyp. Und der Präsentationstyp ist standardmäßig auf Normal eingestellt. Wir wechseln jedoch auf Selbstlaufend. Es öffnen sich zwei Verzögerungsregler. Durch Verschieben des Reglers verschieben Sie den Zeitraum der Übergänge. Und da es ein bisschen schwierig ist, mit diesem Regler auf genau 20 Sekunden zu kommen, würde ich empfehlen, direkt in das Ziffernfeld zu tippen, 20 einzugeben und auf Zurück zu klicken bzw. zu tippen. Sobald die korrekte Sekundenzahl definiert ist, tippen Sie bitte auf Zurück und schlussendlich in den Folienbereich, um das Fenster wieder zu schließen. Tippen Sie nun auf den Play-Button, um die Präsentation im selbstlaufenden Modus zu starten. Viel Erfolg beim Ausprobieren und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.